Die Region Nordwesteuropa spielt eine sehr wichtige Rolle für den österreichischen Tourismus. Aktuell sprechen wir von 16,3 Millionen Nächtigungen und 3,6 Millionen Ankünften. In den letzten 5 Jahren hat sich diese Region äußerst dynamisch entwickelt. Wir haben um circa eine Dreiviertelmillion mehr Ankünfte. Und wenn man von den Reiseverkehrseinnahmen spricht, so kommt jeder 6. Gäste-Euro aus der Region Nordwesteuropa. Von der Größe des Auslandsreisevolumens ist Großbritannien der wichtigste Markt. Großbritannien zählt ja zu den wichtigsten Auslandsreisemärkten Europas. Für Österreich hat Niederlande die größte Bedeutung. Niederlande ist der zweitwichtigste Auslandsmarkt für den österreichischen Tourismus. 10 Millionen Nächtigungen, 2 Millionen Ankünfte kommen aus den Niederlanden. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut und das Potenzial betrachtet, so haben aber alle Länder in der Region noch Wachstumspotenzial, sowohl bei Stamm- und Wiederholungsgästen als auch bei Neugästen. Gäste aus Nordeuropa zieht es vor allem im Winter nach Österreich. Je nach Markt liegt der Winteranteil zwischen 61% in den Niederlanden und 69% in Dänemark. Winterurlaub ist mehrheitlich Skiurlaub. Dennoch werden Aktivitäten abseits der Piste mehr und mehr gefragt, sogenannte Skifahren plus Aktivitäten. Im Sommer dominiert der Erholungsurlaub in den Bergen, Zeit miteinander verbringen mit der Familie. Es gibt große Potenziale auf diesem Gebiet, die Österreich-Werbung auch ganz aktiv bearbeitet. Wanderurlaub und Radurlaub sind zusätzlich Urlaubsarten, die hohes Potenzial auf diesen Märkten haben und momentan stark im Trend sind. Klar im Trend ist die Suche nach authentischen, nachhaltigen Urlaubserlebnissen. Die Gäste aus der Region wollen mehr und mehr in das Leben der Einheimischen eintauchen. Sie wollen Insiderwissen der Gastgeber erfahren und so ihre Urlaubserlebnisse anreichern. Darüber hinaus ist beim nordwesteuropäischen Gast der Wunsch nach gemeinsamer Zeit ganz stark ausgeprägt. Gemeinsame Zeit mit der Familie, mit den Kindern verbringen, ist ganz oben bei den Urlaubsmotiven. Österreich im Vergleich zu den Mitbewerbern in den Alpendestinationen hat eine sehr gute Position. Österreich ist in fast allen Ländern die beliebteste Alpendestination. Besonders im Winter hat Österreich eine Top-Position, ist Marktführer in den Niederlanden, in Dänemark und in Belgien und ist in Großbritannien auf sehr guter zweiter Position und gewinnt eigentlich in den letzten Jahren auch Marktanteile. Die Länderstudie bestätigt das Potenzial im Sommer. Speziell die Urlaubsarten, für die Österreich steht, haben hohes Potenzial in den nächsten 3 Jahren. Hier geht es um Urlaub in den Bergen, hier geht es aber auch um Aktivitäten wie Wandern und Radfahren, die in diesen Märkten stark im Trend sind.